Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Disney's Dreamlight Valley. Eine Aufgabe haben wir noch. Dazu müssen wir zur Mutter Gosse. Ich hoffe ja mal, dass die uns wohlgesonnen ist. Wo ist denn die Gute? Scar ist ja nicht so, ne? Ich sehe ihn hier am... Nee, da ist eine Ursula. Ach, die ist hier oben und futtert was, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ein perfekter Tag zum Segeln. Das glaube ich auch. Was für ein wunderbarer sonniger Tag. Minnie, möchtest du mit mir abhängen? Oh, hallo. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe was für dich. Hier, möchtest du einen Apfel haben? Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Ah, wie süß, danke. Lass uns abhängen. Okay, Bergbau hast du. Okay, dann machen wir eine Tour mit Mini und wir schauen mal, ob wir die Mutter finden. Die müsste ja da im Restaurant sein. Aber erstmal hier noch ein bisschen Steine klopfen. Bringt ja auf jeden Fall ein bisschen was von Mini. Ja. Und mal sehen, was die Gute für eine Aufgabe für uns hat. So, meine Gute. Hallo. Ah, meine kleine Lieblingsassistentin, du kommst gerade rechtzeitig, um meine Neuigkeiten über den Sonnenstein zu erfahren, bei dessen Ausspüren du mir schon seit einiger Zeit hilfst. Erzähl mir alles. Nach einigen brillanten Schlussfolgerungen meinerseits zeigte mir das Bild, das du mir aus der mysteriischen Grotte, was mit dem Sonnenstein geschehen ist. Um es einfach auszudrücken, er ist zerbrochen. Du musst die Fragmente finden und sie mir bringen. Nur jemand, der über Dreamlight-Magie verfügt, kann den Teil des Sonnensteins sammeln. Du bist so gut darin, Dinge zu beschaffen. Das ist wirklich dein einziges Talent, weißt du? Das war nur ein Scherz. Warum bist du so gemein? Das sei kein Baby, Silke. Ich sorge nur dafür, dass du dich nicht zu ernst nimmst. Du solltest wirklich mehr lachen. Du willst doch keine Falten bekommen, oder? Schließlich ist dein Gesicht auch so schon unansehnlich genug. Nun zu den Fragmenten. Jedes von ihnen wird zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheinen. Das Fragment der Morgendämmerung am Morgen auf der sonnigen Ebene, das Mittagsfragment um Mittagszeit auf der Lichtung und das Fragment der Abenddämmerung bei Nacht im Wald. Sie leuchten wie Miniatursonnen auf dem Boden, so solltest du sie leicht finden. Sammle sie alle ein und bring sie mir. Worauf wartest du noch? Finde das Fragment auf der sonnigen Ebene, in dem du morgen suchst. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was wir für eine Uhrzeit haben, könnte ich das machen. Ja. Ich bin Bayana von Motunui. Ah, Lichtung des Vertrauens in der Mittagszeit suchst. Lichtung des Vertrauens. Sonnige Ebene. Das ist wieder so eine Aufgabe. Das ist wieder so eine Aufgabe, die zieht sich wahrscheinlich über mehrere Tage hin. Na, Minia, was hast du gefunden? Ja, sehr schön. Ja, die Frage ist, bin ich jetzt Mittagszeit oder bin ich jetzt abends? Was ist jetzt die Frage? Weil nee, das leuchtet wie kleine Sonnen. Habe ich hier eigentlich irgendwo eine Zeitanzeige? Wie spät es gerade ist? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich würde ja, wenn sie ein Fragment finden gerne, damit ich das, damit ich so ein bisschen eine Zeiteinschätzung habe. Was sind das ja? Okay, Mittagszeit. Nachts im Wald. Okay, Mittagsfragment, das haben wir schon mal. Dann müssen wir beim nächsten Mal, in der Nacht müssen wir dann in den Wald gehen und morgens dann auf die sonnigen Ebene schauen. Okay. Sehr schön. Hast du fein gemacht, Mini. Du gibst mir immer schöne Diamanten, die ich auf jeden Fall verkaufen kann. So. Blaubeeren nehmen wir noch mit.
Bananen nehmen wir mit. Ich bräuchte halt noch so ein bisschen Sand und sowas, ne? Also zum Wald komme ich ja, wenn ich hier rüber gehe. Das könnte ein Aquamarin gewesen sein. Ja. Okay, also wir bräuchten... Wir wurden das war Ursula gerade, ne? Hier drüben sind wir aber auch noch nicht weitergekommen. Da, dazu müssen wir wahrscheinlich erst das... Müssen wir wahrscheinlich erst das Eis schmelzen. Dass wir dann hier weiterkommen. Habe ich insgesamt. Wollen wir mal schauen, was sie geholt hat hier? Okay, Flussbarsch und... Ich hatte keine Vorstellung, wie weit ich komme. Wie viel brauchst du, um auszubessern hier? 3, 5? Na ja, klar, das machen wir natürlich. Nehmen wir mit. 3, 5 haben wir ja auf jeden Fall an Geld. Und wir können es nochmal verbessern. 4.000, 5.000 haben wir auch gerade noch so. Ist aber immer noch nicht fertig, das Bötchen. Okay, noch mehr habe ich nicht. So, Dagobert hat halt eine Aufgabe für uns. Da können wir später zu dem gehen. Tja, in der Nacht... In der Nacht, um das Ding zu finden. Oh. Okay, das haben wir schon. Jetzt müssten wir ja eigentlich nur noch zur sonnigen. Jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch zur sonnigen Ebene gehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das Ding ist trotzdem da. Aber die Dinger kriege ich noch nicht weg da. Die kriege ich noch nicht weg. Was kam da jetzt raus? Und ich wollte die Sachen eigentlich verkaufen, ne? Also das Eisen auf jeden Fall nicht. Das Ding brauche ich auch noch. Die Fische und so, das würde ich gerne behalten. Hier könnte ich mal 3 essen. Aquamarin und so. Oh, eine Erinnerung kam da aus der Blume raus. Oder ein weiteres Puzzleteil. Da kennt man aber jetzt noch nicht so viel, muss ich sagen. Ja, Dagobert, ich weiß, du hast Aufgaben für uns. Ich muss mit dir sprechen. Ja, ist ja gut. Mach nicht so heftig. Ist noch irgendwo ein Apfel? Ich sehe keinen mehr. Naja, gut. Geschenke könnte ich theoretisch gesehen... auch noch verteilen. So, die Fische, die packe ich gleich mal rein. Nee, Dagobert, ich möchte noch nicht mit dir reden. Ich will erst die eine Aufgabe fertig machen. Bevor ich... So, das kommt alles da rein. Eisen kann ich noch abgeben. Den Rest muss ich dann wirklich dann halt verkaufen oder so. Wäre das schön, wenn ich einen Zaubereranzug noch hätte oder so, ne? Ja, guck mal, wir haben 15 Eisen. Wir haben aber halt auch keine... Wir haben halt auch keine Eisenbahn mehr. Mal schauen, wie viel Eisenbahn wir hinkriegen. 3 Stück. Das ist natürlich nicht so schlimm. So. Packen wir die dahin. Okay. So, und die sonnige Ebene noch. Das letzte Fragment. Da sollten wir ja am Morgen hingehen. Das Problem ist das... Hier ist es halt auch noch so dunkel, ne? Und ein weiteres Puzzleteil. Ah, Daisy. Streamlight kann ich mir abholen. Zwar nicht so viel, aber ist okay.
Renzi nehmen wir mit. Da kriegt man nichts kaputt. Nee, ich wollte eigentlich da sammeln. Da ist auch nur so eine Nachtscherbe drin. Und ich muss wahrscheinlich jetzt wirklich bis zum Morgengrauen warten, oder? Finden wir das. Irgendwo. Das Sonnenfragment. Okay, hier war eine Truhe drin. Oh, da gibt es ein neues Kleidungsstück. Sehr schön. Oh, mal schauen, was wir bekommen haben. Ein hölzernen Kleiderschrank. Okay, schade. Ich hätte eigentlich an was anderes gedacht. Und hier rüber kommen wir auch noch nicht, weil die kriegt man noch nicht weg. Okay. Ah, die alten Pilze kriegt man weg, ja. Die alten Pilze kriegt man weg. So, jetzt müssen wir wirklich bis zum Morgengrauen warten. Warte mal, mit der Schaufel. Ja. Mit der Schaufel kriege ich die Dinger weg. Hm. Aber wo könnte das Sonnenfragment sein? Am Morgen muss ich ja hier suchen, hat er gesagt. Am Morgen. Das ist Vanille hier, ne? Nehme ich alles mit. Aber ansonsten... Sonnige Ebene bin ich ja, ne? Ja. Sonnige Ebene bin ich ja. Die Frage ist, muss ich das dort drüben suchen? Die ist ganz doch auch hier. Recht. Ich bin Maui, Formwandler, Halbgottes Windes, des Meeres, der Held von allen. Warte mal, hier leuchtet noch was, aber ich glaube ja nicht, dass das eingebuddelt ist. Hey, wir hatten jetzt die Pfiffen. Ach, Wolle. Okay. Wolle. Wir haben ja einen Verkaufsstand. Wir könnten natürlich hier verkaufen. Also wie gesagt, ist gerade nicht wirklich am Morgen, dass ich hier... Das hier ist eine Insel, irgendwas finde. Die Scherben nehmen wir natürlich mit. Ja, ich kann meine Krallen in so einen Ort wie diesen hier verlaufen. Ja, das stimmt, das kannst du. Aber da hoch komme ich noch nicht, da brauche ich noch einiges. Ich glaube auch nicht bei Scar, dass das bei Scar da drin ist. Das ist so ein kleines Sonnenfragment, ne? So, Chili und Baumwolle gibt's hier. Also, das weg. Sand nicht, das nicht.
So. Schön, dich zu meinetwegen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wir könnten natürlich mal da reingehen, aber in der Höhle ist das auf keinen Fall. Okay. Sehr schön. Also das, wie gesagt, gebe ich definitiv alles ab. Am Morgen auf der sonnigen Ebene. Wir hatten es ja jetzt abends. Wir hatten es ja jetzt Mittag und abends. Das heißt, auf morgen muss ich halt noch ein bisschen warten. Dann muss ich schauen, wo das Ding rumglitzert. Hallo Kolibri. Ja, wer sagt's denn? Sehr schön. Am Morgen auf der sonnigen Ebene. So, jetzt muss ich mich halt... Habe ich ja eigentlich Pflanzen eingesammelt? Nee. Also Sand und Lehm will ich auf jeden Fall abgeben. Das hatte ich... Okay, den hatte ich drin, aber das ist egal. Kohle kann ich hier noch mit. Gold und Eisen. Das nicht. Die sind voll. Das passt auch nicht mehr rein. Streamlight. Okay. Warte mal, dann nehme ich halt die raus. Und pack die dort rüber. Die kann ich auch noch mit reinnehmen. Weil ich glaube, das kann alles hier rein. Ja, definitiv kann das hier rein. So. Und das sogar auch hier. Pack ich mal hier runter. Das Buch, ja. Ist okay. Also, wir müssen auf der sonnigen Ebene noch einiges finden. Ich muss mal einen Schluck trinken. Hier das Fragment auf der sonnigen Ebene, in dem du im Morgen suchst. Also ich habe jetzt hier schon alles abgegrast. Ich habe hier nicht wirklich was gefunden. Vielleicht hier irgendwo bei den Dingern. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten ist ja die sonnige Ebene eigentlich nicht so groß. Wo ich jetzt sage, da hat sich vielleicht was versteckt, ne? Oh, das ist wirklich irgendwo da drüben, aber da komme ich halt noch nicht hin. Ich kriege ja die Knochen noch nicht kaputt. Da drüben gibt es auch noch mal einiges zu entdecken wahrscheinlich. Oh, Mini ist ein Level up. Sehr schön. Wunderbar. Und die hat auch gleich eine neue Aufgabe für uns. Sehr schön. Wie gesagt, darüber komme ich noch nicht. Da komme ich noch nicht rein. Was Glitzerndes und Glänzendes sehe ich ja gerade nicht. Außer Merlin und ich. Ich glitzere ja auch. Du gibst mir Deckung? Sehr gut. Oh.
Buntbarsch oder Flussbarsch? Will jemand vielleicht einen Buntbarsch haben? Vielleicht Scar oder so? Ich will einen Flussbarsch haben. Hab ich einen Flussbarsch? Ja. Okay, wo treibt sich Scar rum? Den muss ich auf jeden Fall... Okay, der ist hier unten. Den muss ich auf jeden Fall dem Flussbarsch geben. Ich denke mal, jetzt kann ich mit dem auch quatschen. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Vertrau mir. Level up, sehr schön. Endlich weiß jemand, mich zu schätzen. Bergbau-Level, mit dir kann ich auch Bergbau. Okay. Also wie gesagt, Mini hat auf jeden Fall eine Aufgabe für uns. Und da ist noch das mit dem Sonnenfragment. Und warum steht hier hinten eine Truhe rum? Online anfordern. Für diese Auktion musst du mit dem Online-Dienst verbunden sein. Willst du eine Verbindung herstellen? Nö. Will ich nicht. Will ich definitiv nicht. Also noch nicht. Ah, ich werde. Ich werde aus Versehen mit Mini reden, denke ich mal. Ist das jetzt abends oder ist das jetzt morgens? Gute Frage. Ich muss halt dieses Sonnenfragment finden. Tja. Sonnige Ebene am Morgen. Die Frage ist natürlich, wann ist morgen, ne? Ist das jetzt abends oder ist das jetzt morgen? Tja, Mini, wir gehen mal hier ganz gediegen durch die dunkle Höhle und sammeln so ein paar Kristalle. Sehr schön, dass du mir auch immer die Kristalle gibst. Die kann ich auf jeden Fall, denke ich mal, noch irgendwann für irgendwas gebrauchen. Oh, sehr schön. Neues Puzzleteil. Oder ein bisschen Geld. Ja gut, wir haben noch 4000, wir brauchen definitiv Geld. Definitiv Geld. Da unten kann ich auch noch irgendwann was machen, denke ich mal. So, Eisen gibt es hier auch, weil Eisen habe ich halt auch nicht mehr so viel. Na gut, dann sammeln wir ja noch ein bisschen, dann machen wir noch mal einen Weg auf der sonnigen Ebene und wenn wir da nichts haben, dann schauen wir halt im nächsten Part. Irgendwie wird das alles schon klappen, denke ich mal. Ja, Mini, ich weiß, du hast eine Aufgabe für mich. Die möchte ich aber jetzt nicht machen. Und ich brauche unbedingt was zu essen und ich habe nichts mit zu essen. Ich habe Äpfel mit zu essen, okay. So, da oben hole ich nichts raus. Also ich habe auf jeden Fall Eisen und Gold gefunden.
und so ein paar schwarze Steine. Sehr gut. Und die Kristalle, die ich halt benötige, ne? Also zwei haben sich relativ einfach finden lassen. Das letzte Fragment, das sträubt sich ein bisschen. Das wird ja nicht hier bei Scar rumliegen unbedingt, ne? Na klar möchte ich in der Sonne bleiben, was denkst du denn? Ich möchte das letzte Fragment finden. Welches du ja angeblich nicht sehen kannst und nur ich. Ist aber auch nicht hier in der Kiste. Und hier hinten auch nicht und da oben komme ich auch nicht rum. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Alles klar. Einen schönen Tag noch. So, wie viel kriegst du dafür? 7,5. Oh. Freundlichen Dank. Wir haben alle Bede eine Aufgabe für uns. Vielleicht müssen wir einfach die anderen Aufgaben machen. Bevor wir... Na komm, wir können sie ja mal annehmen, oder? Komm, wir reden mal mit Uni. Silke, wusstest du, dass du auf dem Hauptplatz früher eine rustikale Turmuhr gab? Sie war groß, elegant und zeigte eben die Uhrzeit an. Es sieht so aus, als wäre sie während des Vergessens verschwunden. Würdest du mir helfen, sie zurück nach Dreamlight Valley zu bringen? Natürlich, dann schauen wir mal. Lass uns mal so eine Uhr bauen. Oh Gott, ich brauche Haufen Eisenbahn und ich brauche Haufen Leben. Geil. Auf dem Eisenbahn und Leben. Wie soll ich denn so viel Leben zurückkriegen? Oh Gott. Leben muss ich ja ausbuddeln. 200 Leben? Willst du mich veräppeln? Hey, kann ich ja nicht mal... Kann ich ja nicht mal so herstellen. Boah. Ey, das ist heftig. Also die Eisenbahn ist echt heftig. Warte mal, Leben habe ich ja nicht hier drin. Das hier Steine. Eisen, Gold, Kohle, die Dinger, Vanille nicht. Wem kommt drinne hin? Stein habe ich ja voll auf jeden Fall. Leben und Eisenbahn. Hahaha. Okay. Aber wie gesagt, Leben kann ich nicht herstellen. Der passt nicht dort rein. Der Buntborsch, okay. Nehmen wir die Algen raus, die natürlich hier auch nicht mehr nirgendwo reinpassen. Weil ja alles voll ist. Dann packe ich die halt hier hin. Also Stein und Holz haben wir auf jeden Fall. Leben haben wir 25 Grad mal. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Baumwolle haben wir noch drin. Ein smaragdgrüner Splitter, geheimnisvolle Kartoffel. Okay, also deine Aufgabe, Eisenbahn Mini, ist richtig eklig. Und schauen wir, was Dagobert hat für uns. Mit der Turmu und der Zeit, das wäre natürlich geil, ne? Hallo, hier bin ich. Ah, hallo Silke, die eisigen Höhen haben noch nicht viele Besucher angelockt. Sie sind einfach zu kalt. Wenn du diese abwesende Frost und uns allerdings ein wenig Wärme und Einladung gestalten könntest, ich mache ihn zu einem perfekten Ort, um einen Schneemann zu bauen. Ja, niemand kann eine Mobil so umkrempeln wie du, Silke. Freundlichsten Dank. Okay, stelle 10 Möbelstücke auf. Und zwar auf den eisigen Höhen, das kriegt man hin. Da können wir uns auf jeden Fall ein Feuer bauen. Warte mal, das machen wir noch, die Aufgabe. Das sollten wir hinkriegen. Also wir werden auf jeden Fall...
Da brauchen wir auch Eisendings, ne? Dann machen wir einen Stuhl, einen Tisch. Wir machen vier Stühle, da haben wir fünf Sachen. Machen wir einen Wegweiser nicht. Eimer brauchen wir auch was. Heuballen, da bin ich mir nicht so sicher. Ein Blumsklo brauche ich auch drei so eine Dinger. Boah. Ein Brunnen kann man machen. Ein paar Blumenkästen. Blumentöpfer. Ringelblumenkorb, ne, da brauchen wir Eisen. Hier brauchen wir Soja und Goldbahn. Boah, das kriegt man auf jeden Fall. Was ist das hier? Park Recyclingbehälter. Machen wir auch noch. Fressnapf für Freunde. Oh ne, da brauchen wir Lehm. Brauchen wir auch Lehm. Individueller Wegweiser. Briefkasten. Eine Holztruhe. Ne, braucht man nicht. Okay. Wir wollen dahin und dann suchen wir uns einen schönen Platz, wo wir da. Okay, warte mal. So, den Brunnen können wir ja hinten hinstellen. Den Recyclingbehälter stellen wir da hin. So, wo packen wir den Tisch hin? Aufs Wasser vielleicht nicht unbedingt. Eins, zwei. Mann. So. Und so. Ja, dann haben wir nur so ein altes Fass noch. Okay. Und wir haben sogar noch eine Erfrischungstruhe. Und ein Fahrrad, Spielautomat. Plumpsklo haben wir auch. Plumpsklo haben wir auch. Warte mal, das könnten wir hier hinten in der Ecke stellen. Hihi. Haben wir jetzt 10 Gegenstände? Ne, ein Gegenstand fehlt noch. Okay. Ein Gegenstand fehlt noch. Ein Gegenstand fehlt noch. Eine Truhe, ein Bett, ein Schotterweg. So eine Statue. So ein Stichel-Donald-Schild können wir ja noch hinstellen. So. Ja. Haben wir zumindest Dagoberts Aufgabe fertig. So, Dagobert, hier. Ich lebe einfach. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht das Sonnending noch kriegen beim nächsten Mal. Ich muss mit dir sprechen. Hallo. Ah, jetzt scheint die Eisen hier in ein Ort zu sein, an dem sogar man das sehr schön ausruhen kann. So, Sonnenfragmente. Die Aufgabe will ich verfolgen. Weil die Aufgabe mit Mini, die ist einfach total krass. Da habe ich überhaupt keine Chance. So, wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz auf die sonnigen Ebenen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir das Fragment finden. Ich bin von Narren umgeben. Das ist vielleicht irgendwo annähern. Ja, ich habe nichts für dich. Na, vielleicht magst du Kirschen. Nee. Also ein Kolibri mag auch keine Kirschen. Sehr schön. Hab ich jetzt gekriegt? Lehm? Lehm, okay. Und wie gesagt, ich finde dieses verdammte Sonnenfragment hier halt nicht. Aber wie gesagt, das kann
denke ich mal hier drin eher nicht. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es jetzt Mittag, Morgen oder sonst irgendwas ist. Kann natürlich auch so da drüben sein. Das kriege ich aber nicht kaputt hier. Ja, Mini, du hast echt eine total schwierige Aufgabe. Ja, was willst denn du? Willst du so eine Blume haben? Oh. Eine Blume nimmt er. Oh, sehr schön, sehr schön. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hm. Hey, jetzt kann ich... Nee, ich will den... Will den Piepmaps nehmen. Hey, mal, guck mal, ich habe hier noch eine andere Blume. Vielleicht nehme ich den als Begleiter dann auch. Jetzt habe ich auch, glaube ich, keine Blume mehr. Doch, eine habe ich noch. Jetzt habe ich dir drei Blumen gegeben und magst du mich jetzt? Streicheln. Brauch noch eine Blume für den. So. Du darfst nicht in der Sonne bleiben, Schatz. Mutter, warum. Hier gibt es keine Blumen mehr. Gibt's ja gar nicht. Haben wir noch mal Leben bekommen? Hey, warum wachsen hier gerade keine Blumen mehr? Ich wollte mich noch mal diesem Kolibri ein bisschen nähern. Muss ich echt noch mal hier runter und mir eine Blume holen oder was? Nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Und schwuppdiwupp, Level up. Oh, das wird eine lange Folge heute wieder. Das wird eine lange Folge. Wir haben eine neue Hose bekommen. Ich wollte meine Schuhe ausziehen, ne? So, mal schauen. Wo war denn der Kolibri hier hinten? Guck mal her, mein Kleiner. Annähern. Guck mal, ich habe so viele schöne Blumen für dich. Also Vögel mögen Blumen, alles klar. Hm, wie oft muss ich dich denn mit Blumen versorgen? Damit ich dich als Begleiter nehmen kann. So. Das magst du nicht? Nee, okay. Ist in Ordnung. Was ist denn das hier? Kristall, der erstmal verwendet werden wird. Der ist definitiv auch neu. Hab ich denn den herbekommen? Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer. Ja, Merlin, du bist der gewaltigste Zauberer. Und mal hinten ist immer so ein Kolibri. Das ist, glaube ich, der gleiche. Hier ist die Kugel. Ah, das Fragment muss ich einen anderen Tag suchen. Das wird nix. Das finde ich nicht, weil hier nicht gerade unbedingt die Sonne geht unter. Leben und Kristall. Ich den Kristall noch mit hier rein. Ja, Leben habe ich ja drin, wie gesagt, ne? Ich höre schon auch. Gut, dann machen wir im nächsten Part weiter und versuchen dann nochmal unser Glück. Kirschen haben wir 30. Die packen wir hier hin. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Disney Streamlight Valley. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti, tschüssi.